Wusst ihr schon, dass von Juni 2023 bis Mai 2024 global gesehen all Mond jeweils der wärmsten zunder dem Anfang von den Abzeichnungen war? Am Mai noch, das Zeitspann von einem Jahr war laut Weltklimarat die wärmste zunder mindestens 125.000 Jahre. Chill mal kein! Ja, effektiv. Wie kann das sein? Die letzten Monate waren doch gefühlt gut nicht so warm zu Lützebüsch. Ja, aber wir schwätzen heute über weltweit Moyennen. Beim Klimawandel muss ich nur zwei Sachen aufpassen. Erstens, dass man das weltweite Klima nicht mit dem lokalen Klima verwirselt. Auch wenn es heute nicht mega warm ist, kann es aber weltweit der wärmste Mond sein. Und zweitens, Wetter und Klima ist nicht dasselbe. Also, das hätte man aber keine Sorgen. Barband und zurück ins Studio. Merci, Jam. Während weder die meteorologischen Konditionen beschreibt, wie sie gerade da draußen sind, was ist ein Tornado? Muss ihn für Klimawandel können zu müssen, wird der Moyennen über lange Zeit mit nie vergleichen. Regional vergleichen heuer am besten Perioden von 30 Jahren mit nie. Global kann ich noch mit Kurzperioden von 20 oder mindestens 10 Jahren mit nie vergleichen. Tisch, wenn mal ein Jahr immens warm oder immens kalt ist, das hat noch nicht direkt Klimawandel. Wir waren zum Beispiel die Jahre 1961 bis 1990 am Vergleich zu den Jahren 1991 bis 2020 signifikant mehr kalt oder warm geworden und ein Trend über viele Jahre feststellbar ist, dann ist das Klimawandel. Und das erzählen wir kein, gehen wir kurz auf die weltweiten Trends an, für dann einfach mehr präzise ein paar physikalisch messbare Effekte vom Klimawandel heute zu Lützebüsch zu analysieren. Was meint ihr? Außer zu Lützebüsch mehr warm gehen zunter der Industrialisierung, geht es mehr Rehen, mehr Drischenden? Gucken wir für dich die weltweiten Temperaturen über die letzten 2000 Jahre. Du gesagt ihn, dass zunder der Industrialisierung bis jetzt rasant und kontinuierlich mehr warm gehen. Das ist beispiellos für das Periode. Ah ja, dass der aktuelle Klimawandel vom Mensch gemacht ist, da gibt es in der Wissenschaft starken Konsens. Auch wenn mit Jahren noch manchmal etwas anderes behauptet. Laut einer Studie sind sich die Wissenschaftler an über 99% von den Publikationen zum Klimawandel, die in Peer-Reviewed Journals Center 2012 publiziert wurden, eins, dass der Klimawandel vom Mensch verursacht ist. Die Physik daran, wie CO2 und andere Zehrgase im Klima erwärmen, ist schon seit langem verstanden und kann mittlerweile auch relativ präzise modelliert gehen. Und wir haben nun mal als Menschen seit der Industrialisierung viel CO2 in die Atmosphäre geblasen. Ein CO2-Gehalt ist zurzeit so hoch wie schon mindestens 2 Millionen Jahre nicht mehr. Hier ist schon seine Modellierung vom Weltklimarat, für den Klimawandel verläuft hier ohne den menschlichen Einfluss. Aber auch wenn es weltweit immer mehr warm geht, gehen es regional Unterschiede. In verschiedenen Regionen geht es mehr warm wie die Moyenne und andere Männer. Außerdem erhöht sich zum Beispiel die Temperatur über den Kontinenten auch mehr als über den Ozeanen. Guck mal, also lassen wir die Temperaturen zu Lützebüsch. Also, wenn es mehr warm geht, dann für das Klar. Yes! Ja, effektiv. Auf dieser Grafik gesagt, dass 30 Jahre Zyklen kontinuierlich wie warm sind. Den Zyklus 1990 bis 2020 war heute zu Lützebüsch 1,6 Grad mehr warm wie den Zyklus 1860 bis 1890. Als Vergleich, weltweit ist in der selben Periode um 1,1 Grad mehr warm gehen. Aber wenn man sich aus der Wärmung auf den Kontinent anguckt, liegt er bei 1,6 Grad Celsius. Die Wärmung hat zu Lützebüsch also quasi identisch mit der globalen Erwärmung über den Kontinent. Außerdem wurden zu Lützebüsch die 10 wärmsten Jahre seit Anfang von den Abzeichnungen all zwischen 2003 und 2023. It's like a sauna in here. Hallo, vergleichen wir mal Dunzel und einzelnen extrem warmen Dich oder Nürsten. Am Zeitraum 1991 bis 2020, im Vergleich mit den 30 Jahren verdrun, ist Dunzel und sogenannten Jour de Chaleur, also Dich mit über 30 Grad Maximaltemperatur, von 2,8 Dich pro Jahr auf 9,7 Rupgang. Also mehr wie dreimal mehr. Dunzel und Dich, die als Sommerdich qualifiziert gehen, und Nürsten, die als warm qualifiziert gehen, haben sich quasi verdoppelt. Also für mich klingt das Lumen gar nicht so schlecht, dass es in Lützebüsch mir warm geht. Oder? Bon, das hat aber leider auch negative Konsequenzen. Was ist zum Beispiel den Impact von der Erwärmung zu Lützebüsch auf Starkregen? Wenn wir dieselbe Periode mal nicht vergleichen, dann sind am Winter und am Sommer Dunzel und Dich, und denen es Starkregen geht, signifikant zugeholt.
jeweils 5 Dech mehr. Dass es, wenn es insgesamt mehr warm ist, verstärkt zu stark gehen könnt, kann ich physikalisch gut erklären. Weil bei all Grad die Luft mehr warm geht, kann sie 7% mehr Wasser in Form von Wasserdampf speichern. Das hat schon Physiker Émile Clapeyron und Rudolf Clausius am 19. Jahrhundert nachgewiesen. Außerdem verdunst auch mehr Wasser und den Ozeanen, wenn es mehr warm ist. Durch den Klimawandel geht also die Wahrscheinlichkeit von Starkregen-Eventen ab. Und da leider auch für Überschwemmungen. Auch heimes, es gibt noch schon viele Überschwemmungen. Und ja, Überschwemmungen noch mit der Versiegelung von Oberflächen zu tun. Aber eben auch mit Starkregen-Eventen. Nicht alle einzelne Überschwemmungen sind auf den Klimawandel zurückzuführen. Mit Wahrscheinlichkeit geht es ab. Das könnte mir Docs zu so Eventen. Wie seid ihr dann auf der anderen Seite aus mit Drüschenden? Drought threatens to turn west into Dessert! Interessanterweise kommt, wenn wir dieselbe Zeitperiode mal nicht vergleichen, zu Lützebüsch auch zu mehr Drüschenden. Drüschenden zu müssen als mehr komplex wie Starkregen, weil verschiedene Faktoren müssen berücksichtigt gehen. Wie zum Beispiel Niederschlag über den langen Zeit, Bodenfeuchtigkeit, Sonnenscheindauer und so weiter. Forscher schaffen damit einen Indiz der Sécheresse. Was die Wahl von dem Index mehr ausschlägt, wird zu mehr Drüschenden kommt. Zeitraum 1961 bis 90 kommen quasi just am Juni oder Juli zu Drüschenden. Und im 30. Jahr danach schon an all den Monaten, außer am Januar und Dezember, wo das Risiko weiterhin ganz gering ist. Als Bauern, Gärtner und Hobbygärtner können ein Lied davon singen. Das heißt, nicht nur das Risiko für Starkregen, sondern auch das Risiko für Drüschenden aus dem Abgang. Denn an diese Sécheresse ist an diese Probabilität. Die müsst mit weniger Wahrscheinlichkeit oder an anderen Wörtern mit weniger Häufigkeit zu Drüschenden können. Diese Wahrscheinlichkeiten wären nie null, aber sie gehen eben nur signifikant ab. Aber wie gesagt, dann insgesamt mit der Rehkandidaten halt zu Lützburg aus? Man heuer ist die Moyen von den Niederschlagskantitäten über die Jahre relativ konstant geblieben. Mit gesagt aber, dass die Saison sich verändern. Als Wandere sie signifikant mehr nachgehen. Plus 19 Liter Niederschlag pro Meter Kare, wenn man 1910 bis 1990 mit 1990 bis 2020 mal den Vergleich. Und als Freijahre sie signifikant mehr Drösche gehen. Rückgang von 26 Liter pro Meter Kare. Wie? Der Mäh des Jahres war doch mega nass. Ja, da sind wir nächstes beim Unterschied zwischen Wetter und Klima. Auch wenn diese Mäh so nass war, weiß man über die letzten Jahrzehnte, dass die Freijahre zu Lützburg immer mehr nass gehen. Beim Sommer in Hirsch sehen wir allerdings keine signifikanten Unterschiede. Und zum Schluss guckt man es nach wie viel die Schnee lung. An der Zeit 1961 bis 1990 lung noch an der Moyenne 41,4 Dech pro Jahr ab Monst 1 cm Schnee zu Lützburg. Und in 30 Jahren danach just noch 25 Dech. Wir haben also los signifikant mehr Dech mit Schnee. Kommen wir mal zum Schlussfazit. Ja, Temperaturen gehen zu Lützburg rauf, bis lo um 1,6 Grad pro Woche zur präindustrieller Zeit. Ja, auch Dunzöl und Deich an Nüchten, die als warm oder sommerlich oder tropisch qualifiziert gehen, gehen rauf. Nee, Niederschlagskantitäten haben in der Moyenne kaum geändert. Aber was geändert wird, ist, dass wir mehr Extreme haben. Auf der einen Seite mehr Starkregen-Eventen, auf der anderen Seite mehr Drüschenden. Aber ja, wir haben noch Schnee. Wir haben just heute über die messbaren physikalischen Effekte vom Klimawandel zu Lützburg gesprochen. Aber der Klimawandel hat natürlich auch einen Impact auf die Landwirtschaft, Biodiversität, als Wohlbefinden und Zusammenleben. Mehr das dafür in anderen Zielen. Ciao, ciao! Ciao.